Hallo YouTube. Ja, es gibt ein neues Video. Juhu. Der DHL-Mensch war gerade da und hat ein Päckchen abgeliefert. Und ich möchte jetzt mit euch zusammen einfach mal auspacken, was da drin war. Und wie man unschwer erkennen kann, geht es um Real Steel. Ich habe in letzter Zeit ziemlich viele YouTube-Videos geschaut. Darunter waren auch einige eben von Real Steel. Und ja, die Videos haben mich so ein bisschen neugierig gemacht auf die Qualität, was Real Steel hier abliefert, soll ja ziemlich gut sein. Und ich habe von Real Steel bis jetzt noch kein Klappmesser in der Hand gehabt. Lediglich hier mein Modell 127-2. Das habe ich mir vor einiger Zeit gekauft für die Vitrine. Finde ich ein ziemlich interessantes Design mit diesem großen Klingendurchbruch. Verarbeitung bei diesem Messer ist ausgesprochen gut, muss ich sagen. Wobei ich mit der Kydex-Scheide, die mitgeliefert wurde, nicht so ganz zufrieden war oder bin. Aber das soll jetzt gar nicht das Thema dieses Videos sein. Wie gesagt, die ganzen Videos auf YouTube haben mich so ein bisschen neugierig gemacht, was Real Steel da so an Klappmessern bietet und vor allem an Qualität bietet. Und dann habe ich mich so ein bisschen auf die Suche gemacht nach einem Modell, das mir gefällt, so rein von der Optik, und bin dann bei Joe's Messershop hier ja auf einige Modelle gestoßen, habe ich da so ein bisschen umgeschaut. Preis war sehr attraktiv für das Modell, das ich mir rausgesucht habe, und ich habe dann relativ spontan Mitte der Woche bestellt, und ich muss sagen, absolut toller Service. Messerbezahlung war vorgestern angekommen und Messer wurde heute geliefert. Super toll, klasse Service. Gruß an Joe's Messershop. Ich werde euch die Internetadresse unten in der Videobeschreibung mal mit einfügen. Aber jetzt möchte ich gern mit euch mal hier einen Blick in die Schachtel werfen, und zwar geht es um das Modell E771 Sea Eagle, und zwar in der G10 und Carbon laminierten Griffbeschalung, Stonewashed. Ich bin ziemlich gespannt. Das Sea Eagle hat mir von den ganzen Real Steel Modellen so rein von der Optik am besten gefallen, und ich muss dazu sagen, ich habe bis jetzt noch kein Messer in der Sammlung, das irgendeine G10 Beschalung hat, beziehungsweise nicht G10, sondern Carbon-Beschalung hat. Und das hat mich einfach ein bisschen neugierig gemacht. Und jetzt möchte ich gern mit euch mal hier so einen First Look wagen auf das Messer. Bin gespannt, was mich an Qualität erwartet. Ja, es geht los mit Paperwork, habe ich mir sagen lassen, heißt das jetzt. Dieser Beipackzettel heißt jetzt nicht mehr Beipackzettel, sondern Paperwork. Ist ja ziemlich bekannt wahrscheinlich aus den ganzen Videos, die hier so bei YouTube kursieren. Ich glaube, da brauche ich nicht mehr so viel dazu sagen. Habe ich mir jetzt auch noch nicht im Detail angeguckt, was da so draufsteht. Willkommen, Garantie, Instandhaltung und so weiter und so fort. Hier unten einmal die technischen Daten zu dem Messer. Ich glaube, die stimmen hier in dem Fall auch. Wir haben das Modell E771 Sea Eagle. Als Locking Mechanism kommt ein Liner Lock zum Einsatz. Wir haben einen 14C28N als Klingenstahl. Die Klingenlänge beträgt 95 mm. Die Klingenstärke 3,5 mm. Als Handle, als Griffmaterial haben wir G10 mit auflaminiertem Carbonfiber. Eine geöffnete Länge von 213 mm und ein Gewicht von 122 Gramm. Ich werde die ganzen Geschichten nicht nachmessen oder nachwiegen. Ich gehe davon aus, dass die Angaben hier stimmen. Ja, und jetzt, ach ja, habe ich ganz vergessen zu zeigen. Ich habe hier noch Gummibärchen oder Sugarland Happy Bears mitbekommen. Vielen Dank für die kleine Nascherei. Ja, und hier haben wir jetzt das Sea Eagle. Ich bin ziemlich gespannt, was mich erwartet. Eingepackt hier in Folie. Und da ist es. Ich muss mal so ein bisschen an der Kamera hier vorbeilinsen.
um ja, mir auch mal so einen Überblick zu verschaffen. Ich habe das Messer jetzt gerade tatsächlich zum ersten Mal in der Hand. Ich habe es vorher noch nicht ausgepackt. Von dem her bin ich jetzt natürlich ziemlich neugierig, wie es denn jetzt hier so mit der Qualität ist. Aber wenn ihr Poltern im Hintergrund hört, meine Freundin ist gerade duschen. Ja, sieht auf den ersten Blick ziemlich gut aus. Ich kann jetzt hier so zumindest durch die Kamera nichts erkennen, was irgendwie ja, stören könnte. Verarbeitung auf den ersten Blick sehr sauber. Keine Spalte. Sieht gut aus. Hier der G10 Backspacer. Sieht sehr sauber aus. Die G10 und Carbon laminierte Griffbeschalung, schon sehr glatt. Aber sieht natürlich schon cool aus mit dieser Carbon-Optik. Sehr interessant finde ich auch, oder das hat mir ziemlich gut gefallen, einfach die beiden einzigen Schrauben hier als Klingenachse und hinten am Griffabschluss. Auch den Clip finde ich ziemlich cool, richtig schön geradlinig, ziemlich straff. Ordentlich. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich vielleicht das erste Mal hier den Flipper betätige. Gucken, dass ich ihn irgendwo dagegen boxe. Oh, ja. Wow. Das ist ziemlich cool. Klinge fliegt nur so auf. Der Liner steht, ich weiß nicht, ob man es erkennt, sehr satt, voll auf der Klinge. Sauber. Hier die Stonewash-Klinge. Ah, finde ich ziemlich interessant. Man sieht es vielleicht, die Kamera spiegelt sich hier in der Klinge. Ist so ein sehr, wie soll ich sagen, ein sanftes Stonewash. Nicht so, ja, wie soll ich sagen, mehr so angedeutet irgendwie. Nicht so sehr intensiv ausgeführt. Schneidphase. Sieht man hier vorne, ne? Ich weiß nicht, ob das täuscht ist durch die Kamera, dass es so ein bisschen ungleichmäßig ist hier in der Klingenmitte. Es kann aber auch täuschen. Schau mal an der Kamera vorbei. Ja, doch, ich glaube, die wird hier in der Klingenmitte so ein ganz kleines bisschen schmäler und hier vorne zur Klingenspitze hin so ein bisschen breiter. Schön hier der Real Steel Aufdruck oder die Beschriftung auf der anderen Seite. Die Modellnummer E771 Sea Eagle mit dem Klingenstahl. Sieht aber alles ziemlich cool aus, muss ich sagen. Also schon ziemlich rasante Klingenform, hat mir ziemlich gut gefallen, so rein von der Optik. Ich muss dazu sagen, ich suche jetzt nicht nach einem neuen EDC, sondern das Modell hier wird einfach ein Spaßmodell, beziehungsweise für die Vitrine. Macht aber schon einen coolen Eindruck, muss ich sagen. Fühlt sich gut an. Jetzt mal hier den Liner entriegeln. Oh, der läuft ganz leicht. Muss ich sagen. Lässt sich ganz leicht entriegeln. Lässt sich auch sehr gut bedienen, man kommt sehr gut ran, man braucht ganz wenig Kraft und die Klinge, ja, fällt wunderbar. Ja, das Öffnen ist natürlich ein Traum. Klinge fällt und ja, lässt sich ohne Probleme in den Griff zurückschütteln. Wenn man den Liner betätigt, fällt die Klinge sofort. Wow, super. Ich glaube, so leicht ist bis jetzt noch keine Klinge gefallen von meinen Messern. Der Klingenstand, ich glaube nicht zu 100% mittig.
Oder täuscht das? Ne, ich glaube nicht ganz 100%. Doch, ja, ich kann es jetzt gar nicht sagen. Also durch die Kamera. Ich muss mal an der Kamera vorbeilinsen. Ja, also nicht hundertprozentig mittig, aber doch schon 95, 96% würde ich sagen. Man sieht hier auch den Anschliff von der Klinge ziemlich gleichmäßig, links wie rechts. Cool, macht einen geilen Eindruck. Also die Klinge fliegt nur so auf. Ich bin etwas überrascht. Klinge ist ja kugelgelagert. Dass sie sich allerdings so leicht öffnen lässt, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht vermutet. Nochmal hier ein Blick auf den Liner. Schön mit diesem Jimping hier auf der rechten Seite. Bietet dem Daumen wunderbar Grip und lässt sich ganz leicht bedienen. Da hakt auch nichts. Lässt sich ganz leicht öffnen. Klinge fällt sofort nach dem Entriegeln auf den Daumennagel. Ja, ziemlich geil, muss ich sagen. Ich bin begeistert. Wenn man bedenkt, für das Geld liefert Real Steel hier wirklich richtig Gutes ab. Nochmal ein Blick hier auf den G10 Backspacer. Ganz, ganz sauber verarbeitet. Da sehe ich überhaupt gar keinen Spalt. Ist auch ganz, ganz eben. Der Flipper-Tab verzichtet ja bekanntlich auf jegliches Jimping. Brauche aber auch nicht. Also egal, wie man denn die Klinge jetzt hier bedient, ob mit Push-Button. Die Klinge fliegt wirklich auf, das ist ja echt ein Traum. Wahnsinn. Ja, hier diese Standoffs. Ich weiß nicht, ob ich sie so sauber einfangen kann mit dem Fokus. Wow, also krass. Ich habe gestern meiner Freundin das CRKT Tie Great in die Hand gegeben. Das fliegt ja auch wirklich richtig geil auf, wenn man den Flipper bedient. Aber sie hatte natürlich jetzt nicht so richtig viel Übung und hatte da so ein bisschen Problem, einfach vom Handling her. Und ich muss aber sagen, die Klinge hier, die fliegt wirklich nochmal deutlich besser auf und die Klinge schließt auch wirklich total easy. Ja, sehr geil. Tolles Messer. Auch einfach vom Design her, finde ich, hebt sich so ein bisschen von der breiten Masse ab. Zum einen die Linie, die Gesamtlinie, mit diesem Höcker hier auf dem Griff. Dann diese rasante Klinge, möchte ich sie bezeichnen. Schon so ein bisschen aggressiv, aber irgendwie auch elegant, schnörkellos. Die Fingermulde hier vorne vermittelt schon ordentlich Sicherheit, auch von der Grifflänge her. Top. Also ich habe ja so ungefähr Handschuhgröße 8 bis 8,5, würde ich sagen. Und meine Hand findet hier ganz wunderbar Platz. Fühlt sich gut an. Das Jimping auf dem Klingenrücken ist nicht zu aggressiv, aber sehr wirkungsvoll. Bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Natürlich bieten die carbonlaminierten Griffschalen hier nicht wirklich viel Halt. Also ich merke das jetzt, ich habe so ein bisschen schwitzige Hände jetzt und da merkt man schon, dass man so ein bisschen rutscht. Aber insgesamt muss ich sagen, absolut ein geiles Messer. Ich bin begeistert. Sehr sauber verarbeitet, keine Spalte, keine spürbaren Übergänge, alles schön abgerundet. Ja, ich freue mich. Ich werde mir das Messer jetzt noch ein bisschen genauer im Detail angucken. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen was zeigen hier. Vielleicht hat es euch ein bisschen Spaß gemacht. Mein Unboxing. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das soll es gewesen sein von meiner Seite. Und ja, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao.